Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Im Nordosten Brandenburg sorgt die GLG-Gesellschaft für Leben und Gesundheit für eine wohnortnahe und umfassende Gesundheitsversorgung mit vielen Spezialisierungen. Mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Einrichtungen der GLG beschäftigt. Damit ist die GLG nicht nur das größte Gesundheitsunternehmen, sondern auch der größte Arbeitgeber im Nordosten Brandenburgs. 4 Krankenhäuser, eine Fachklinik, medizinische Versorgungszentren mit Arztpraxen, Wohnstätten, Tageskliniken, Beratungsstellen, ein ambulanter Pflegedienst und weitere Einrichtungen gehören dazu. 2 Krankenhäuser des GLG-Verbunds, das Werner-Forstmann-Krankenhaus und das Martin-Kropius-Krankenhaus, blicken in diesem Jahr auf besondere Jubiläen zurück. Beide Krankenhäuser befinden sich in Eberswalde, 60 Kilometer nordöstlich von Berlin. 150 Jahre Martin-Gropius-Krankenhaus und 120 Jahre Werner-Forstmann-Krankenhaus. Viele Generationen haben hier für die Gesundheit der Menschen gewirkt und medizinische Fortschritte in die Praxis umgesetzt. Das 1895 gegründete Werner-Forstmann-Krankenhaus trägt seit 1991 den Namen seines berühmtesten Arztes. 1929 führte hier Werner Forstmann in einem medizinischen Selbstversuch die erste Herzkatheterisierung durch und legte damit den Grundstein für die moderne Diagnostik und Therapie in der heutigen Herzmedizin. Dafür wurde ihm 1956 der Nobelpreis verliehen. Die Verbindung von Bewährtem und Neuem gehört zum Selbstverständnis des Hauses. Der stete Ausbau des medizinischen Spektrums, die Entwicklung des Krankenhauses zu einem Zentrum der Gesundheitsversorgung und die Etablierung von Spezialbereichen fanden 2014 Anerkennung in der Einstufung zum Schwerpunktkrankenhaus, dem höchsten Versorgungsstatus für ein Krankenhaus in Brandenburg. Die Basis für den Erfolg sind kompetente und freundliche Mitarbeiter. Für den Fachkräftenachwuchs sorgt das Krankenhaus als Ausbildungsbetrieb in insgesamt 18 Berufen. Das Krankenhaus ist Lehrkrankenhaus für die Charité Universitätsmedizin Berlin und arbeitet auch darüber hinaus medizinisch, fachlich eng mit der Charité zusammen. Zur Förderung von ärztlichem Nachwuchs aus der Region für die Region vergibt die GLG regelmäßig ein besonderes Stipendium. Medizinische Exzellenz prägt die GLG-Einrichtungen im gesamten Verbund. Im Werner-Forstmann-Krankenhaus beginnt sie bei den allerjüngsten Patienten. Das Perinatalzentrum des Hauses ist dafür qualifiziert, im interdisziplinären Zusammenspiel auch Risikoschwangerschaften sicher zu begleiten und Früh- und Neugeborene umfassend zu betreuen. Jedes Jahr starten hier mehr als 600 Neugeborene ihren Weg ins Leben. Ein Stillcafé und zahlreiche Angebote des Netzwerkes Gesunde Kinder unterstützen die Mütter und jungen Familien auf Wunsch mit Rat und Hilfe. Moderne Spitzenmedizin erfordert Spezialisierungen. Die Kompetenzen werden in abteilungsübergreifender Zusammenarbeit gebündelt, um besonders bei komplexen, schwerwiegenden Erkrankungen die Voraussetzungen für den Behandlungserfolg zu schaffen. In den Kompetenzzentren der GLG-Kliniken wird interdisziplinär und abteilungsübergreifend gearbeitet. Das Werner-Forstmann-Krankenhaus hat mehrere spezialisierte Zentren etabliert, die erfolgreich zertifiziert wurden. Darunter das regionale Traumazentrum, ein Endoprothetikzentrum, das Darmzentrum und das Zentrum für vaskuläre Malformationen. Modernste Medizintechnik rettet Leben und ist aus Diagnose und Therapie nicht mehr wegzudenken. Aber erst der Mensch macht sie nutzbar. Hochauflösende Bilder aus dem Computertomographen oder der Angiografieanlage zeichnen ein millimetergenaues Bild der menschlichen Anatomie. So können Ärzte die Befunde immer besser analysieren und interpretieren. In den 11 Operationssälen des Werner-Forstmann-Krankenhauses werden jedes Jahr rund 13.000 Operationen auf allen medizinischen Fachgebieten durchgeführt, darunter zunehmend ambulante und schonende minimalinvasive Verfahren. Auch das Martin-Gropius-Krankenhaus ist mit modernster Medizintechnik ausgestattet. Es wurde 1865 nach den Plänen des Architekten Martin Gropius als psychiatrische Heilanstalt erbaut und ist heute ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie.
Hier werden Patienten mit allen Formen psychiatrischer und neurologischer Erkrankungen und in allen Altersgruppen behandelt. Die ärztlich-therapeutische Arbeit in der Psychiatrie umfasst eine Vielzahl stationärer, tagesklinischer und ambulanter Behandlungsangebote, die darauf zielen, den Patienten den Weg zurück in einen geregelten Lebensalltag zu ermöglichen. In der Neurologie bildet neben der Behandlung vieler chronischer Erkrankungen die überregionale Schlaganfall-Spezialstation Stroke Unit einen besonderen Schwerpunkt. Ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften sorgt hier in sehr enger, abgestimmter Zusammenarbeit für die Patienten. Neben der medikamentösen Behandlung ist die frühzeitige Mobilisierung und Rehabilitation von größter Bedeutung. Die Stroke Unit des Martin-Gropius-Krankenhauses bildet das Zentrum der Schlaganfallversorgung im Nordosten Brandenburgs. Dank Telemedizin spielen Entfernungen keine entscheidende Rolle mehr. Die Fachärzte der Stroke Unit sind 24 Stunden am Tag per Bildschirm auch an den anderen Krankenhausstandorten erreichbar. Hier zeigt sich eine besondere Stärke des GLG-Verbunds, die intensive Vernetzung der Spezialisten und Fachabteilungen. Zur umfassenden Gesundheitsversorgung gehört auch die qualifizierte rehabilitative Nachbehandlung und Weiterbetreuung der Patienten. Unter Einbindung von Physio- und Ergotherapie, mithilfe der Logopädie und verschiedensten weiteren Therapieangeboten wird den Patienten vor allem Hilfe zur Selbsthilfe vermittelt. Tagesklinische Versorgung, zum Beispiel in der Tagesklinik für Neurologie oder der Tagesklinik für Geriatrie oder auch die Rehabilitation in der GLG-Fachklinik Wolletzsee, runden die umfassende Behandlung ab. Das Werner-Forstmann-Krankenhaus und das Martin-Gropius-Krankenhaus bilden Schwerpunkte in der vernetzten GLG-Struktur. In diesem Verbund sichern sie zukunftsorientiert die flächendeckende, bedarfsorientierte und wohnortnahe medizinische Versorgung der Menschen.